Hallo liebes Publikum, HBK hier. Und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin, nicht Smaragd. In der letzten Folge haben wir das Haus der Siegers endlich mal geschlagen und in dieser Folge werden wir jetzt diesen Stein hier zertrümmern, damit wir da durchkommen. Boom. Ich guck mal kurz, ist hier noch irgendwas? Nicht ohne Surfer. Und ganz ehrlich, ich mache jetzt hier die restlichen Steine auch noch kaputt, einfach nur, weil da immer wieder interessantes Zeug drin sein kann. Zum Beispiel ein Top-Äther. So, machen wir dich noch kaputt. Meistens sind da irgendwelche Äther drin. Zum Beispiel dieser Top-Äther. Äther, wie auch immer. Na, mal gucken, was ist da jetzt drin? Ein Granitstein? Oder ein Kleinstein? Was bist du jetzt, Pokémon? Du bist ein Kleinstein, wie ich es gesagt habe. Los, Green! Mach es fertig. Zertrümmerer! Sehr effektiv, hat aber trotzdem nicht allzu viel ausgemacht. Vergleichsweise. Mach mal einen Volltreffer, Green. Zeig uns mal, wie viel das ausmacht. Leider kein Volltreffer, aber die Verteidigung von Kleinstein sinkt. Intensität 6 ist böse, aber auszuhalten. Wie man sieht. Zertrümmerer! Sehr gut. Und das war's dann mit diesem Kleinstein und Green erhält Erfahrungspunkte. So. Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon-Liga um einiges schwerer zu besiegen seien als die Arena-Leiter. So, und dann haben wir hier das hier. Oh, stark aussehender Trainer in Sicht. Okay, Kamera, wir beginnen mit dem Dreh. Und zwar haben wir hier Herausforderung von Interviewer Pia und Udo. Im Englischen hießen sie Gabby und Ty. Und die beiden haben ein Magnetilo und ein Flormel, genau. Interessanterweise, was ich an diesem Duo cool finde, ist, dass man sie im Verlauf des Spiels mehr als einmal antrifft. Das bedeutet, dass sie, dass man halt immer wieder sieht, also wie weit sie ihre Pokémon trainiert haben und auch eine gute, sag ich mal, eine gute Grundlage hat zu trainieren, wenn sie immer wieder irgendwo rumstehen. Und sich die Level halt immer wieder erhöhen. Das konstant. Das finde ich schön. Und ja, Entschuldigung, ich hätte es da natürlich auch ein bisschen mysteriös machen können, wie ich es sonst immer mache. Aber diesmal irgendwie weiß ich nicht, warum ich das nicht gemacht habe. So, Zertrümmerer. Und das dürfte es mit Flormel gewesen sein. Sehr schön. So, 5 Erfahrung für beide. Magnetilo kann nicht angreifen. Warum kann Magnetilo nicht angreifen? Das habe ich gerade einfach überblättert. Irgendwie war es mir fast egal. Denn Magnetilo ist jetzt E-Geschichte. Und wir besiegen Pia und Udo. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Das ist wirklich ein erstaunlicher Trainer. Wir haben tatsächlich einen starken Trainer entdeckt. Das ist unser Durchbruch. Oh mein Gott, das haben wir ja noch nie gemacht. Normalerweise haben wir immer die Flaschen vor der Kamera. Da waren doch diese komischen Team Magma, oder wie sie sich nannten. Egal. Das war ja sagenhaft. Ich bin komplett sprachlos. Du bist ein Phänomen. Unsere Augen haben uns also keinen Streich gespielt. Den Strich gespielt garantiert auch nicht. Vom ersten Moment an haben wir dein Potenzial erkannt. Wir sind im ganzen Land unterwegs. Interviewen die verschiedensten Trainer von überall her. Würdest du uns ein kurzes Interview geben? Jo. Wirklich? Großartig, danke. Also, könntest du bitte mit einem Wort ausdrücken, was nach dem Kampf in dir vorgeht? Was geht in mir jetzt gerade vor? Ganz einfach. Hunger. Oh ja, perfekt ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, dass die Sendung total gut ankommen wird. Vielleicht wird sie ja hier im Videonavi ausgestrahlt. Schau ab und zu mal rein, okay? Also vielen Dank und bis bald. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber du, was sagst du zu einem Kämpfchen? Okay. Von mir aus, liebe Picknickerin Irene. Und sie setzt ein Plusel ein, wie auch immer.
Mir ist mal aufgefallen, Plusel und Minun geben relativ viel Erfahrungspunkte. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Also das Plusel jetzt auf Level 16 sollte irgendwas an die 500 Erfahrung geben. Also es ist schon nicht verkehrt. Ja, von mir aus mache ich ruhig noch eine Finte. Hätte ich jetzt sowieso gemacht. Das heißt, Zugabe ist mir jetzt relativ egal. 486, meine ich ja. Irgendwas an die 500. So meinte ich das ja. Ein Illumisi. Das kann L machen. Auch wenn eigentlich Green noch das Level bräuchte, aber... Komm, L. Hast du mal ein bisschen was zu tun. Ich glaube, so viel Erfahrung gibt das Vieh jetzt auch nicht. Stachelfinale. Ach nee, sollte nicht effektiv sein. Oh, oder normal. Aha, Charme. Natürlich. Ja, wenn du meinen Angriff senkst, dann greife ich halt speziell an. Ist mir doch egal. Ins Gesicht, blödes Bienenvieh? Keine Ahnung. Käfertrutz. Böse Attacke. Ja, natürlich senkst du jetzt auch noch meinen Spezialangriff, ne? Was willst du mir noch senken? Meine Initiative? Ah, nee, natürlich. Mein Fluchtwert. Klar, dass ich darauf nicht gekommen bin. Nach Angriff und Spezialangriff kommt der Fluchtwert. Ach, okay, und dann hast du noch den Ruckzuck-Kieb, womit du mich irgendwie angreifen kannst. Alles klar, interessantes Set, muss ich sagen, aber leider nicht stark genug. Und wir besiegen Irene. Hui, du bist ja unverschieden gut. Und da, oh, da hat meine Stimme mal wieder so eine Frequenz erreicht, die selbst mir den Ohren wehgetan hat. Tipps für Trainer. Ein Indikator für die Stärke eines Pokémon ist der Spezialangriff. Das steht für Spezialangriff. Spezialverteidigung steht für Spezialverteidigung. Okay. Klar, dass die Stärke, die Indikatoren für die Stärke eines Pokémons seine Stärkewerte sind. Das macht irgendwo einen Sinn. Das hätte ich eventuell sogar noch alleine herausgefunden. Egal. Ich spüre nur so. Ich sprühe nur so von Energie und mein Pokémon natürlich auch. Das sagt der kleine Junge und wir kämpfen jetzt gegen den kleinen Jungen und zwar Camper Ronald. Ronald McDonald Duck. Und er hat einen Sandan. Generation 1 Hype. Auf Level 19. Okay. Das dürfte einiges an Erfahrung geben eventuell. Oh, Sandan kann Intensität. Cool. Das wusste ich nicht mal. Finte macht einiges an Schaden. Okay, ich dachte, er macht jetzt noch mehr Intensität. Gut, dann machen wir erstmal einen Gainer. Damit er uns nicht versehentlich mit einer Intensität 10 oder so einfach mal alles one-hittet. Jetzt hoffe ich, dass ich schneller bin. Jawohl. Gib mir noch 50% meiner KP zurück. Und du schläfst jetzt ein, Sandan. Da kann ich mich in Ruhe noch hochheilen. Wenn du jetzt mehr als eine Runde schläfst. Hoffen wir das zumindest. Sehr gut, du schläfst. Feines Sandan. Ah, ich hätte Zertrümmerer weitermachen sollen. Da könnte die Verteidigung sinken. Also ob ich jetzt einen Zertrümmerer und dann noch eine Finte mache oder nur noch eine zwei Finten, ist eigentlich egal. Das Sandan übersteht anscheinend sowieso beides. Hauen wir trotzdem aber rauf. So, das war's mit Sandan. Nice. Und das gibt so wenig Erfahrung? Tja, da hat sich's wohl ausgesprüht. Auf jeden Fall. Ist ja ekelhaft, wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, als in der Gegend rumzusprühen. Hier kommst du nicht weiter, der Sandsturm in der Wüste ist einfach zu stark. Ich fand die Musik immer schon so lustig. So. Draußen in der Natur werden Pokémon gleich viel lebhafter als sonst. Meinst du nicht auch? Kann sein. Backpacker Brandulf. Sind wir jetzt in Mittelerde oder was?
Brandulf, das ist ja fast wie Branduil oder sowas. Das klingt ja, wie gesagt, fast wie aus Mittelerde. Oh Gott! Brandulf! Der Fels in der Brandulf! Oder was? Alter! Das ist unglaublich! Was für Namen hier rauskommen! Brandulf! Also, nee! Unglaublich. Wenn ich dran denke, nenne ich die Folge Willkommen in Mittelerde. Falls ich es vergessen habe, schreibt es in die Kommentare, dass ich die Folge so nennen wollte. Und wir besiegen Brandulf. Auch wenn ich verloren habe, fühle ich mich irgendwie erfrischt. Gott. Brandulf. Ah! HBK! Dort, schau dort. Das ist der Schlotberg. Schlotberg, nicht Kraterberg, meine ich doch. Er ist so riesig, so prachtvoll. Der Anblick verschlägt mir regelrecht den Atem. Das sagen sie alle zu mir. Ich will unbedingt mal mit der Seilbahn zum Gipfel fahren. Okay, so kann man das auch nennen. Oh, dein Pokémon-Team ist etwas erschöpft. Sieht etwas erschöpft aus. Ich mache das wieder fit für dich. Wieso kannst du das und ich nicht? Das ist gemein. Dein Team wurde vollständig geheilt. Dann habe ich noch etwas für dich. Hier. TM-VM-Stärke. Nice. Du wirst sie bestimmt gut gebrauchen können, wenn du in den Bergen unterwegs bist. Ach ja, außerhalb des Kampfes kann sie erst dann eingesetzt werden, wenn man den Orden der Arena von Bad Lavastadt hat. Denk dran. Hoppla, fast hätte ich es vergessen. Ich war auf dem Weg nach Laubwechselfeld und Professor Kosmos... um Professor Kosmos zu besuchen. Kosmo zu besuchen. Also dann, HBK, ich muss weiter. Aber im nächsten Mal kämpfen wir wieder, ja? Hätten wir auch jetzt Tschüss. Das ist die Fahrradmelodie. Die Fahrradmelodie, ja, die Fahrradmelodie. Das ist die Fahrradmelodie. Fahrradfahren. Machen wir mit Fahrradmelodie. Die Fahrradmelodie. Ja, die vergesse ich ja nie. Was haben wir hier wohl für Pokémon? Kamaup haben wir hier. Ich habe schon Kamaup gefangen? Das stimmt doch gar nicht. Deck das Pokémon. Ich dachte, es wird mir unten nur angezeigt, wenn ich es gefangen habe. Warum wird mir jetzt hier schon Kamaup angezeigt? Hä? Macht doch keinen Sinn. Ich habe doch keinen Kamaup gefangen. Hi, Kamaup. Was? Wann habe ich einen Kamaup gefangen? Ach, nee, ich habe keinen Kamaup gefangen. Richtig, das ist im Pokédex so eingetragen. Es macht Sinn. Ich habe ja mit dem guten Orgeth habe ich ja meinen Kadabra getauscht. Und dieses nette Kadabra brauchte natürlich auch einen Wechsel-Pokémon und das war ein Kamaup. Deswegen haben wir es schon im Pokédex. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch kein Kamaup. So, wer bin ich denn? Dass ich ein Kamaup habe oder was? Das ist ja eine Unterstellung. Meinem Picknick kann ich gar nicht anders als das. Kann ich gar nicht anders. Da gehört ein bisschen Singen einfach dazu. Komm, stimmen wir gemeinsam ein Liedchen an. So schön ist das Picknick. Picknickerin Natalie möchte kämpfen und sie setzt ein Schlupuck ein. Mein Schlupuck, guck es dir an, es ist so wunderschön und giftig. Kann ich nicht wunderbar singen? Ich kann auch versuchen, Sopran zu singen. Nö, lass mal, Kleine. Lass uns lieber ein bisschen kämpfen. Oh yeah. Aber ich bin doch gerade so schön im Singen gewesen. Schöner die Glocke, die klingen. Oh, bitte, lass das, bitte. Okay. Jetzt sind wir nicht nur in Mittelerde, jetzt sind wir auch noch bei DSDS gelandet. Oder so, ich habe keine Ahnung. Oh, ein KP, ich bitte dich. Und nö, jetzt hast du Green auch noch vergiftet. Willst mich doch verarschen. Ich finde es schön, dass die Vergiftung auch außerhalb des Kampfes nicht mehr wirkt und alles. Aber das macht so ein bisschen, sage ich mal, die Bedrohung vom Vergiftetsein
Das schmälert das doch ziemlich. Und wir besiegen nur Nathalie. Oh, du triffst die Töne besser als ich. Hätte ich nie für gedacht. Boah. Warum tue ich meinen Stimmbändern sowas an? Um euch zu unterhalten, richtig. Einfach nur für euch, Leute. Und alle jetzt so, das brauchst du wirklich nicht für uns zu machen. Keine Sorge. Das tut nicht Not, dass du das machst. So. Green ist geheilt. Finde ich doch gut. Haben wir hier noch einen Trainer übersehen? Natürlich. Ich bin ein starker Junge. Ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Und wenn denn nur 15 Minuten lang. Kämpfer Karel. Karel Gott oder was? Und er setzt die Schwalbini ein. Oh, da muss ich meine Stimmbänder mal ein bisschen mit Tee ölen. Damit ich hier keine bleibenden Schäden davon trage. Ja, von mir aus machen Ruckzucki. Macht nicht allzu viel Schaden. Nice, die Finte war nicht schlecht. Hat gut Schaden gemacht. Die hat noch mehr Schaden gemacht und deswegen ist ein Schwalbini jetzt so weg. Hätte ich auch einen Zertrümmerer machen können. Ein Zubat. Nee, das kann Green auch noch machen und sich sein Level 20 abholen. Das möchte ich ihm noch definitiv zugestehen. Bis es jetzt... ach, es geht. So, machen wir noch eine Finte. Katzing, weg mit dir. Sehr gut. So, und Green erreicht Level 20. Und ich habe übrigens Messi Stärke beigebracht, damit ich eine gewisse... Geh zu ihr rüber. Sie singt ihr ein gute Besserung-Lied. Nein, ich weine nicht, weil ich meine Mami vermisse. Oh. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, ich habe Messi übrigens gerade Dingens beigebracht, Stärke. Einfach damit Messi ein unabdingbarer Teil unseres Teams wird, also ein unvermeidbarer, ein wichtiger Teil. Seilbahn zum Schlotberg. Nur noch ein paar Schritte. Ist etwa das Gebäude da? So, ich denke, diese beiden Trainer könnten für Elle ziemlich gut sein. Denn die sehen mir aus, als wenn das so Kleinstein- und Onyx-Trainer sind. Durch das viele Bergsteigen sind meine Beine richtig kräftig geworden. So leicht werden sie also nicht einknicken. Ich weiß nicht, bei dieser Musik, dieses... Wanderer Heimke. Heimke. Hat man bei seinem Heim einfach das K noch ein KE rangesetzt und sagt, das ist ein Name. Das ist ein Name. Das ist ein Name. Heimke. Solche Namen höre ich jetzt zum ersten Mal. Genauso wie Brandulf. Und was weiß ich nicht, was alles. Also, mal ehrlich. So, da hat er erstmal den ersten Kleinstein fertig gemacht. Noch ein Kleinstein. Könnte vielleicht auch ein Georock rauskommen? Wieso fängt er eigentlich mit seinem mittleren Pokémon an? Normalerweise fangen sie auch immer mit dem Pokémon, was ganz links im Team ist, an. Natürlich hast du Robustheit. Aber machen wir mal ein Stachelfinale. Weil ist sowieso nur noch ein KP übrig und dann steigern wir unseren Angriffswert. Was egal ist, da wir eh speziell angreifen wahrscheinlich. Genau, gegen diesen Kleinstein werden wir natürlich auch wieder speziell angreifen. Also hier nochmal ein Blubstrahl. Bam. Jupp. Und das war's mit Kleinstein. L erreicht damit Level 22. Und entwickelst du dich auf 22 oder 23. Und du versuchst Agilität zu lernen. Anstatt Lockduft auf jeden Fall. Schwupp. Verlernt Lockduft und erlernt Agilität. Und wir besiegen Heimke. Ah, ich habe einen Krampf im Bein. Tja, starke Beine sind nicht alles. Man braucht auch ein L, das sich endlich entwickelt. Da, dam, 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 da, dam, dam, dam. Glückwunsch, ein L wurde sein Maß gering. Coole Sache. Das versucht Grimasse zu lernen, aber das werde ich ihm nicht. Windschnitt. Doch, das kannst du lernen.
Den Ruckzucki werde ich dafür verlieren lassen. Yay, jetzt haben wir endlich einen Maskeregen. Coole Sache. Aber ich werde auf jeden Fall diesen Wanderer noch bekämpfen. Einfach, weil es schnell geht. Na, wie sieht es aus? Ein Kämpfchen gefällig? Du und ich? Wanderer Giesbert. Naja, okay, den Namen kann ich durchgehen lassen. Okay, das musste ja einfach nochmal sein. Oh, cool. L hat jetzt Bedroher. Schöne Sache. Bam. Nice. Und als nächstes ein Machrollo. Nein, da will ich kein Pokémon wechseln. So, Windschnitt. Zeig, was du damit drauf hast. Zack, zack, zack. Und auch Machrollo wurde besiegt. Schön. Maskeregen gefällt mir. Und wir besiegen Giesbert. Ich habe verloren. Und ich würde dann an der Stelle sagen, wäre es das mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin der HBK und sage an der Stelle mal Tschüss. Bis dann. Hahaha.